Genau, er sagt's gerade, die Modliste für LS, aber meine Equipmentliste, die habe ich auch endlich mal fertig geschrieben. Also, die könnt ihr auch mit dem Befehl quasi abrufen. Also in der Equipmentliste ist rechts in der Spalte sogar dann noch die aktuellen, helf mir kurz, die aktuellen Projekte, die quasi dann in 2023 laufen. Aber wie gesagt, zu dem Piratenspiel, das soll ja so viel Bugs und so viel noch Probleme drin sein, wie ich da mitbekommen habe. Wie haben sie es schon schön genannt? Sie entwickeln es weiter, aber das fällt dann in die unterste Schublade und es wird dann gar nicht mehr weitergemacht. Und das Spiel hat eigentlich schon Potenzial, ne? Also. Schade, dass das so, ja, sich jetzt negativ da entwickelt hat, ey. Weil da jetzt wieder Assassin's Creed Black Flag zu zocke, da habe ich nämlich ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Lust drauf, so nach dem Motto. Obwohl es geil ist, aber seit Black Flag draußen ist, seitdem sind sie das Spiel da am entwickeln. Dass es dann noch so Probleme macht. Hab echt gehofft, den Daumendrücker drin, dass das alles da, dass das Spiel wirklich Potenzial hat, aber. Vielleicht holt es mir es trotzdem. Scheiß auf die Bugs. Ich will Piratensäbel. So, also Feld 9 erledigt. Feld 1. Ach Gott. Feld 1 war mein ursprüngliches Kartoffelfeld, was ich kaufen wollte. Egal. Schauen wir uns halt trotzdem das an. Vielleicht kommt ja, vielleicht ist es ja dann so weit, dass sie vielleicht sagen, jo. Sie bringen doch dran trotzdem irgendwas raus. Naja. Aber so ein Schubladenspiel quasi, wo einmal entwickelt und nicht weitergemacht. Ja. Es ist halt schon schade. Weil ich so gehofft habe, dass das Spiel so. Das sah ja auch so richtig, richtig geil aus und das hat ja auch Potenzial gehabt damals, aber. Warum auch immer. So, da werde ich mal gleich noch die drei Gruppeaufträge da machen. Das lasse ich dann aber dann Cosplay machen. Weil dann können wir nämlich in der Zeit dann den Truck da entladen. Weil ich brauche da nämlich noch ein bisschen mehr. Alles klar, ja, schön, dass du auf jeden Fall eingeschaltet hast und ich wünsche dir echt noch einen schönen Mittwoch. Ruhigen Dienst auf jeden Fall, ne? Bestätigung abgeschlossen. Ja, perfekt. So, oh ja, komm, das leihen wir uns dann mal an.
Ständermann. So, dann fahren wir mal das gute Stück zurück auf den Hof. So viel Zeit haben wir, dass wir das Ganze noch selbst fahren können. Und wenn wir dann das Mineralfutter vom LKW abgeladen haben, dann werden wir uns kurz mal die Fleischerei dort angucken. Was wir dann nämlich für die Kühe, die ich dann nämlich da habe, benutzen werde. Jo. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch ein bisschen an dem Ziel zu arbeiten, ne? Weil, wenn nämlich heute Abend wieder der Pavel online geht und alles klappt und die Internetverbindung bis dahin gut hält, werde ich nämlich da dann auch euch zu euch schicken oder zu ihm dann schicken. Das steht zumindest mal auf dem Ziel. Weil er ist ja schon eine coole Socke. Hoppala. Naja. Kein KI-Mannequin umfahren. So. Denn bei der Karte Osada, wie gesagt, da will ich noch ein kleines Video quasi, kleines Vorstellungsvideo machen. Geht natürlich dann auch in eine neue Spalte. Ups, hier ist 30 erlaubt. Ja, nimm doch die Vorfahrt. Ey, ich schwöre, ich irgendwann klatsche ich die Ampeln dahin, ey. Da ich nur noch Grünphase habe. Fahrt deine gemütlich 30 km/h, alles schön und gut. Aber sie ziehen trotzdem dir noch vor die Schnauze raus. Zum Glück ist es kein Schadensmodell wie beim Eurotruck. Dann hätte ich nämlich echt gelitten. Dann hätte ich nämlich ehrlich gesagt richtig gut gelitten. Da wäre ich nämlich gerne zur Kasse gebeten. So. Parken wir quasi mal Pendler. So. Einmal Handbremse rein. So. So. Oh, in Valtra. Lass mich raten. Das ist doch bestimmt der Valtra mit der Q-Serie, oder? Oder ist das nicht einer? Ach, schade. Dass der gerne drin ist, ne? Doch, Q 285er Serie. Die mit dem schönen Sound. Der will arbeiten, wenn er hochspringt, ha? So, mein Lieber, dann welches Feld will zuerst?
Feld 20. Dann tun wir es doch. Ja, dank den zwei Windkrafträdern, die wir da hinten haben, machen wir ein schönes, ordentliches Plus. Also ich habe mir immer noch nicht ausgerechnet, was wir alles für die Sachen brauchen. Also ich glaube, wenn wir einmal ordentlich Kartoffel haben, könnte man quasi alles quasi nur leihen. Aber so ein zweite Baustelle für so einen Hof wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Vor allem wenn man gerade denkt hier, ne? 45, 46 und 47, das wäre eigentlich für Kartoffel und Zuckerrüben oder Zuckerrohr vor allem, wäre das eine optimale Position eigentlich, ne? Vielleicht für Cosplay eingestellt, dass Rennen gut ist. Aber vor allem, wenn ich nochmal so einen schönen Gedankensprung machen darf, bei der Osada-Karte, wo ich dann nämlich heute Nacht noch gezockt habe, glaub war Spielzeit 0 Uhr, 23 Uhr 48, so, ja, so in dem Dreh rum. Und der hat so einen richtig geilen Friedhof. Ja. Also ich hätte da, wenn ich heute Nacht nochmal da drauf bin, mache ich auf jeden Fall nochmal ein paar Screenshots davon. Weil, also das war an fast jedem dritten oder zweiten Grab stand nämlich eine Kerze und die war gar nicht mal so schlecht. Also das war richtig schick beleuchtet. So, öffnen. Ja, keine Überlappung. Harte Ecke. Generieren Kurs. Vielleicht machst du doch lieber zwei. Genau, Kredit habe ich auch keine mehr. Genau, dann gehen wir einmal zu unserem Traktoro. So, ups. Ich muss mir da mal so langsam wieder was zu essen machen. Ich habe langsam wieder mal ein bisschen Hunger hier. Ich habe erst heute Morgen oder halb vier was gegessen. Dann fahren wir so mal schön.
Zum Thema der Modliste, also wie gesagt, das sind jetzt nur Originallinks dran und ich habe von die Mods, die ich jetzt der Originallinks nicht finden konnte, habe ich quasi die vom Corn Hub verbunden. Also wie gesagt, da sind teilweise auch sehr informative Tutorials drin, die ich mich jetzt da eigentlich nicht so beschäftigen wollte. Also wie gesagt, weil ich habe heute Morgen erst noch ein Video entdeckt, wo über langes Tutorial, 55 Minuten quasi, Mais Plus. Mein ist ja alles schön und gut, aber aha, da sieht man schon. Also quasi so. So sieht das gute Stück von innen aus. Aber was ich geil finde, ist hier der Motorblock, der Raum da. Das kriegt man. Das fällt zum Beispiel mir ganz stark bei ETS 2, ne? Also hier, das ist so ein alten, schon ein Standardfahrzeug, mal so einen alten Truck drin hast. So, dann einmal bitte. Dann 6 und die 8. Dreimal dürft ihr raten, wer gestapelt hat. Richtig. So, das wird es so abkoppeln, ne? Und so würdet ihr jedes Teil so beim Händler finden. Müsst an die zweite Achse gehen. Dann könnt das wieder so wie ich gefangen an dem Ding da stehe. Ja. Puff. Ja, liebe Palette, ist ja schon gut. Musste ich ja nicht rausschmeißen, ne? Ui. Also gut, packen wir mal schnell aus den Scheiß hier. Deswegen überlegt euch vorher, was ihr mit dem Ding da auffangt. Weil dann finde ich den Autoload vom für die Palette, für die Rundballen da sammeln eigentlich besser. Das fällt mir der Name nicht ein. Super vorbereitet. Also ist er halt, ne? Ich glaube, pro Palette hat es quasi jetzt fast ein Tausender gekostet.
drauf. Wenn ihr Fragen zu dem LKW habt, könnt ihr gerne fragen. Weil wie gesagt, es gibt dann nur die Ausführungen. Schon. Gibt schon ein paar mehr. Aber für mich war es jetzt hier. Achso, ist ein Schaltgetriebe. Wie gesagt, ist kein. Muss ich dazu noch sagen. Ein stufenloses Getriebe. Man, ich glaube, man kann mit stufenlosem Getriebe auch rollen. Bin mir jetzt aber nicht gerade so sicher. Machen wir das mal weg, brauchen wir ja nicht. Ach, sind sie schon umgefallen dahin? Ah. Stapelkönig hier. Weil optisch her macht der LKW immer schon einen guten Eindruck. Also wie gesagt, es gibt ihn in zwei Varianten. Einmal in Scania und einmal in Lizard Ausführung. Und ja. Mal wenn sie was sind, dann werde ich sie mit in die Modliste natürlich reinpacken. Und das sind auch wirklich Mods, die funktionieren. Wie gesagt. Offscreen tue ich so auf Herz und Nieren prüfen. Ausprobieren. Und das Ganze dann quasi da. Die Karte für mich dann zu benutzen. So. Hauptsache Vollstoff dagegen ballern, alles klar.
Guck mal, sieht man jetzt erst, dass er da oben da die LED-Blinker hat. Ah. Das dürfte jetzt gerade mal für... Was waren das? 2 pro Tag? Sind 12, 3 Tage.